Heute geht's um das Projekt Weg mit all dem überschüssigen Haupthaar. Der Salon Angelo Basile Hair Artist ist eine innovative Schmiede der Haarschneidekunst und macht jetzt aus Werner eine ganz andere Type. Hey Leute, ich bin heute in Darmstadt, um meine für dieses Projekt extra und mühsam angezüchtete Haarpracht endlich loszuwerden. Angelo Basile, seines Zeichens Hair Artist, genießt mein bedingungsloses Vertrauen. Und so wie ich ihn kenne, kann ich mich auf einiges gefasst machen. Und wer weiß, vielleicht läutet er ja bei Werner Machts optisch eine völlig neue Ära ein. Und vor allem bin ich gespannt, wie lange das hält. Schauen wir mal. Regina, eine alte Freundin aus Darmstadt, die ich bereits in einigen anderen Videos erwähnt habe, lässt sich schon seit Jahren ihre Haare von Angelo und nur von Angelo machen. Den Platz. Danke. Außergewöhnlich jung bestand der talentierte Italiener in Frankfurt am Main seine Meisterprüfung des Friseurhandwerks. Wow, er war damals erst zarte 22 Jahre alt. Auf, Werner, jetzt bist du dran. Angelo ist 1957 in Ostuni geboren. Das ist quasi in der Stiefelhacke, wenn es jemand interessiert. Mit Überzeugung geht er an seine Arbeit und der Erfolg seiner Leistung gibt ihm recht, so Regina. Und ich vertraue mich heute auch seinen begnadeten und vor allem beruhigenden Händen an. Je größer die Herausforderung, desto mehr sei er in seinem Element, meint er. Genau das, was ich mir von einem außergewöhnlichen Hair-Artisten erwarte. Bitte schön, Herr Werner. Jetzt gilt es aber erstmal, als quasi Blindfisch die Strecke vom Waschtisch zum OP-Stuhl zu erreichen. Oh, Angelo, ich bin so gespannt, ich sehe nichts ohne Brille. Schön. Ist nicht schön. Weil das hat etwas mit absolutem Vertrauen zu tun und mit nichts anderem als das. So, Werner, dann geht's jetzt los, würde ich mal sagen. Und dann erfuhr ich in einem typisch intimen Figaro-Gespräch, dass der Haarschneideberuf für ihn bereits als Kind sein Traum gewesen war. Und dieser wurde schnell zur Realität. Heute empfindet Angelo seine Aufgabe als künstlerische Berufung. Am liebsten sei ihm eine unkonventionelle Lösung. Dann fühlst du schon leichter, ja? Ja, wenn man es genau beobachten könnte, dann würde man merken, wie mein Kopf ganz allmählich nach vorne kippte. Nein, Spaß beiseite. Jetzt lasst euch einfach mal ein wenig ein auf die Präsentation Angelos geschickter und flinker Finger. Es wird euch sicher gut unterhalten, vor allem das, was am Ende dabei herausgekommen ist. So viel kann ich euch jetzt schon verraten. So dachte ich mir das. Eine außerordentlich gute Überraschung, wie ich finde. Da stehen mir glatt die Haare zu Berge. Tja, da werdet ihr mich in Zukunft halt so ertragen müssen. Schreibt mir doch bitte unten in die Kommentare, ob das so geht oder besser nicht. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Und da seht ihr in meiner Serie mein Lieblingsessen, wie Hertha ihre heimatlichen Dampfnudeln mit Weißweinsauce macht. Hurra, Pfälzer Hüftgold.